Ja, hallo und herzlich willkommen bei Exklusives aus Hannover. Im Winter war ich ja mal am Rastplatz, hab mal ein bisschen geguckt, was da so los ist. Jetzt sollte ja einiges verbessert worden sein durch Sport und dies und das und jenes. Und viele haben geschrieben, guck doch mal im Sommer hin. Jetzt haben wir August, ein herrlicher Sommerabend. Also ein bisschen frisch ist es noch, aber wir gucken uns jetzt mal um, was da sich vielleicht geändert hat oder auch nicht. Liken, teilen, abonnieren wäre natürlich großartig. Und ja, jetzt geht's los. Ich nehme euch mal mit. So, rechts die Buggy. Hier sind wir am Rastplatz direkt. Und so sieht es hier aktuell aus. Na gut. Der eine oder andere schläft hier nochmal. So ist es hier am Rastplatz. Das ist nicht so schön, ne? Aber wir gucken mal. Links ist der Mackie-Laden. Kontaktladen. Straßensozialarbeit. Früher war das hier ein Riesentreffpunkt, gerade bei dem Wetter, für Drogenabhängige, für suchtkranke Menschen. Hier ist übrigens das Monkeys. Coole Disco und Club. Aber es ist alles ruhig hier. Hier übrigens das Palo Palo links. Hinter mir auch wieder die Polizeiwache, eine der bekanntesten Deutschlands, würde ich sagen, die aber, glaube ich, nicht so groß besetzt ist. Also wenn hier einer Probleme hat, war ein Tipp 110 wählen, das ist ganz wichtig, das geht schneller. So, jetzt kommen wir hier zum Sportangebot, was hier noch aufgebaut ist. Aber irgendwie sagen wir mal so, es ist nichts los, aber wir haben um 20 Grad, Sommerabend. Eigentlich sollte noch mehr los sein, oder? Ich habe gerade mit dem Betreiber hier gesprochen, beziehungsweise mit dem Sicherheitsmann, der auch hier für die Vermietung quasi des Platzes und so weiter zuständig ist. Da Montagabend ist, sind auch schon drei Gruppen wieder weg und insofern ist das sonst wohl ein bisschen voller auch hier auf jeden Fall. So, an der Treppe kann man auf jeden Fall sehen, dass die Szene, die früher hier war, auch wieder am Start ist. Die ein bisschen mit dem Alkohol zu tun haben, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Das war der kleine Ausflug zum Rastplatz, wie es aktuell dort aussieht. Sicher finde ich es da jetzt gerade nicht. Die Alkoholszene hat sich wieder angefunden auf der Treppe hinterm Bahnhof. Die Drogenszene hat sich durchaus verlagert, da ist gar nichts mehr zu sehen. Und außer Sportangebot, was jetzt gegen Abend, so ab 20 Uhr, sage ich mal, wohl nicht mehr genutzt wird, hat sich da nichts geändert. Ein bisschen sauberer geworden, weil sie mit Kehrmaschinen wahrscheinlich jeden Tag durchfahren, aber haben sie vorher auch, glaube ich, nicht so unbedingt gemacht. Sah jedenfalls nicht so aus. Aber gut, vielleicht sieht es an anderen Tagen anders aus, das war nur eine Momentaufnahme. Euch auf jeden Fall einen schönen Abend, guten Morgen, gute Nacht, wann immer euch ihr das anguckt. Und liken, teilen, abonnieren wäre natürlich großartig. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.